Essen. Für einige Topmodels notwendiges Übel. Für einige Essener ihre Heimatstadt. Ich darf Sie einladen zu einer bezaubernden Reise voller Magie und Emotionen durch Europas Kulturhauptstadt 2010. Essen. Dr. Oliver Scheidt liebt den derzeitigen Medienrummel um seine Stadt von ganzem Herzen. Denn der gut gelaunte Kommunalpolitiker ist verantwortlich für die Kulturhauptstadtbewerbung Essens und seit Wochen in absoluter Partystimmung. Sie sind's, Essen ist es, Kulturhauptstadt. Ja, wir waren high. Wir sind auch noch immer ein bisschen auf dem, in einer Euphoriephase. Ich habe gesagt, wir sind auf dem Kulturolymp angekommen. Also man fühlt sich schon ein bisschen unter Göttern. Aber auch die Essener Bürger sprudeln über vor Freude. Kulturhauptstadt sei Dank. Essen und Kultur, sind das zwei Wörter, die zusammenpassen? Passt auch Esskultur. Esskultur, Essen wie Essen. Ein Teekesselchen, da muss man erstmal drauf kommen, ne? Doch kaum ein Essener interessiert sich wirklich für die kulturellen Ambitionen seiner Heimatstadt. Der Grund für die schlechte Stimmung liegt 35 Kilometer oder 3 Fahrtstunden auf der A40 entfernt. Mit blankem Neid und kaltem Hass begegnet man hier in Dortmund den Kulturhauptstadtplänen Essens. Essenfreundlichen WDR-Reportern gar mit roher Gewalt. Dortmund soll nicht zum Vorort der Kulturhauptstadt Essen werden, fordern einige kaltherzige Populisten. Zum Beispiel dieser. Sein Name Jörg Stüdemann, Kulturdezernent von Dortmund. Darf ich Sie in meinem Beitrag als derjenige darstellen, der Essen den Titel Kulturhauptstadt streitig machen möchte? Nein, Gott bewahre. Darf ich Sie als den Bösewicht in meinem Beitrag darstellen? Auch nicht, ich bin nicht der Bösewicht. Und dieses Bild da hinter Ihnen, das ist kein Hakenkreuz? Das ist definitiv kein Hakenkreuz, das ist ein Kreuzmotiv mit einem Voodoo-Gesicht. Kein Hakenkreuz. Das Voodoo-Hakenkreuz von Jörg Stüdemann verfehlt nicht seine Wirkung. Die Folge, besonders jungen Essenern ist die Kulturhauptstadtbewerbung zunehmend scheißegal. Würdest du die Aussage unterstreichen, fuck off Essen? Teilweise ja. Welchen Teil von fuck off Essen würdest du unterstreichen? Fuck oder off? Oder Essen? Ironie des Schicksals. War es nicht eben jener totale Hass auf Essen, der Dortmund den Titel Kulturhauptstadt Europas 2010 gekostet hat? Warum also ist es Dortmund nicht geworden? Es könnte auch daran gelegen haben, dass wir uns gar nicht beworben haben. Darüber muss man auch nachdenken. Man kann nur gewählt werden, wenn man sich bewirbt. Ach so. Pech. Liebe Essener, lassen Sie sich Ihre Vorfreude auf Essen als Kulturhauptstadt nicht kaputt machen von halbseidenen Propagandisten. Gegen Dortmund. Und Ihren Voodoo-Hakenkreuzen.